Die Woche in 7 Minuten wird Ihnen präsentiert von Agrario, dem neuen Agrarjob- und Karriereportal des Deutschen Landwirtschaftsverlags. Wir machen Sie fit für Ihre Karriere. Hallo und herzlich willkommen bei Agrar heute TV, die Woche in 7 Minuten. Was rund um das Thema Landwirtschaft in den vergangenen Tagen passiert ist, das erfahren Sie auch heute wieder von uns. Vegetationsreport: Wurzelunkräuter nach der Ernte bekämpfen. Traction Arbeitsprobe: die Aeromat Advance 8 von Becker. Und aktuelle Schätzungen zur Getreideernte in Deutschland. Nach einer frühen Ernte ist genügend Zeit, um Wurzelunkräuter wie zum Beispiel Quecken, Winden und Disteln zu bekämpfen. Auf was dabei zu achten ist, erklärt unsere Pflanzenbauexpertin Kathleen Bremer im aktuellen Vegetationsreport. Nach der Ernte können Sie Wurzelunkräuter wie zum Beispiel Quecke bekämpfen. Mithilfe von Bodenbearbeitung, Glyphosateinsatz können Sie dann besonders Pflanzen, die Rhizome ausbilden, am effektivsten erfassen. Nach dem Drusch ist der oberirdische Blattanteil der Wurzelunkräuter oft zu gering, um das Glyphosat richtig aufzunehmen. Daher ist es sinnvoller, erstmal eine mechanische Bearbeitung durchzuführen. Die Rhizome sollten mit Hilfe von Grubbern erstmal aus dem Boden rausgerissen werden. Denn Sie werden sich wundern, was hier eigentlich noch unterirdisch an Sprossachsen, also Rhizomen, dranhängen. Und wenn die einzelnen Rhizome dann rausgerissen sind, vertrocknen ein Teil schon unter heißen Bedingungen und der andere Teil sollte zerkleinert werden. Dafür eignet sich zum Beispiel eine Scheibenegge. Einzelne Rhizome-Teile sollten dann wieder neu austreiben und wenn ca. 3 bis 6 Blätter an diesen Teilen dran sind, können Sie mit Glyphosat die sicher bekämpfen. Kommen wir nun zu den aktuellen landwirtschaftlichen Nachrichten. Angesichts der bisherigen Druschergebnisse dürfte in etlichen Bundesländern Ernüchterung eingetreten sein. So bleiben nach ersten Erhebungen bei Landwirten und ersten vorläufigen Schätzungen die Erträge unter den Vorjahresergebnissen. Die massiven Unwetter dieser Woche haben den Erntefortgang in vielen Regionen deutlich ausgebremst. Außerdem haben die starken Niederschläge gebietsweise zu Lager geführt. Die Statistiker in Baden-Württemberg und dem Rheinland berichten Ende vergangener Woche von durchschnittlichen bis unterdurchschnittlichen Erträgen. Nach den starken Regenfällen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg dürften sich die Bilanzen dort auch nicht mehr nach oben entwickeln. Auch die Ämter für Statistik in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin-Brandenburg gehen von Erträgen deutlich hinter dem Vorjahreswert aus. Leicht überdurchschnittlich fielen bisher die Druschergebnisse in Sachsen-Anhalt aus. Der neuseeländische Molkereikonzern Fonterra hat seine Prognose hinsichtlich des Abhofmilchpreises für die Saison 2014-2015 revidiert und kündigt eine drastische Kürzung des Basismilchpreises an. Nur noch umgerechnet 3,81 Euro je Kilogramm Milchfeststoff will die Molkerei seinen Erzeugern zahlen. Das Unternehmen reagiere damit nach eigenen Angaben auf die Volatilität auf den internationalen Milchmärkten. Im April hatte Fonterra noch angekündigt, den Erzeugern umgerechnet 4,39 Euro pro Kilogramm auszuzahlen. Das Erbrecht wird in der Europäischen Union neu geregelt. Neue Vorschriften sollen die Abwicklung von Erbfällen erleichtern. Das neue Recht gilt ab dem 17. August 2015. Es folgt einem einfachen Prinzip, dem Recht des gewöhnlichen Aufenthalts. Lebt und stirbt ein Deutscher in Frankreich, unterliegt die Erbschaft dementsprechend französischem Recht. Es sei denn, im Testament wird ausdrücklich die Anwendung deutschen Erbrechts festgelegt. Die neuen Vorschriften sehen außerdem ein europäisches Nachlasszeugnis vor. Damit können Erben und Nachlassverwalter überall in der EU ohne weitere Formalitäten ihre Rechtsstellung nachweisen. Mit der Aeromat Advance 8 legt Becker den Grundstein für seine neueste Generation von Einzelkorn-Sämaschinen. Neben einem elektrischen Antrieb der Säaggregate und optional auch der Düngedosierung zeichnet sich die Maschine durch ein neues Design und einen Kunststoffdüngerbehälter aus. Auf den ersten Blick erkennt man die neu designten Saatgut- und Düngerbehälter. Der Düngertank mit einem Fassungsvermögen von 1200 Litern besteht nun außerdem komplett aus Kunststoff. Das sieht nicht nur gut aus, sondern spart auch Gewicht und vermeidet Korrosion.
Die Säaggregate haben sich nicht nur optisch, sondern auch technisch verändert. Die Ablagetiefe lässt sich jetzt durch eine vernünftige Kurbel verstellen und die Andruckrollen erhielten jeweils einen handlichen Rasterhebel. Der Schardruck wird wie gehabt mit 1 bis 2 Spiralfedern mit angehängtem Rastergriff eingestellt. Um weniger Erde aufzuwerfen, sind die Doppelscheiben-Düngerschare etwas schmaler gestaltet worden. Wie das Wetter die kommenden Tage wird, erfahren Sie auch heute wieder bei uns. Das kostenlose Agrar-Heute-Profi-Wetter zeigt für Königshütte in Sachsen-Anhalt einen Sonne-Wolken-Mix bei Temperaturen von rund 23 Grad. Zur neuen Woche gibt es dann häufig Regen. Wie das Wetter bei Ihnen wird, das erfahren Sie natürlich wie immer unter www.agrarheute.com. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche Ihnen eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Die Woche in 7 Minuten wurde Ihnen präsentiert von Agrario, dem neuen Agrar-, Job- und Karriereportal des Deutschen Landwirtschaftsverlags. Wir machen Sie fit für Ihre Karriere.